Meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, was die Divine Masculine sagen möchte. Und steigen auch direkt ins Reading ein. Divine Masculine. Okay, alles klar. Also wir haben einmal die Karte Action. Ja, hier möchte jemand in Aktion gehen, in Aktion treten. Das kann natürlich auch sein, dass das jetzt energetisch etwas ist, was nach vorne geht, wo man einfach merkt, hey, jetzt passiert etwas. Ja, manchmal hängen wir einfach in der Schleife fest und fragen uns irgendwie, passiert da überhaupt mal irgendetwas? Hier haben wir aber allerdings, wie gesagt, etwas, was mit Aktion zu tun hat, mit einer Bewegung zu tun hat. Divine Masculine sagt, ich observiere, ich bin gerade ja praktisch in dieser Stellung. Schaut mal, wir haben hier eine Person sitzen vor einem Laptop, hier hinten haben wir so einen Daten, wie heißt das denn, so einen Datenfluss. Das könnte also gut sein, dass die einen oder anderen ein wenig lauern über Facebook, über Instagram, WhatsApp, was auch immer, sofern das möglich ist. Einige haben ja gar nichts, ne, aber es gibt viele, die in irgendeiner Form zugreifen können auf Profile. Und ja, das ist aber nicht nur irgendwie etwas, was jetzt auf 3D stattfindet, sondern hier gibt es jemanden oder hier ist auch die Energie von Divine Masculine, die observiert, ja, vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt abwarten möchte. Und das ist auch etwas, was über die 5D-Ebene läuft, ja, wenn man über Schwingungen einfach miteinander verbunden ist und praktisch sitzt und observiert, wann der richtige Zeitpunkt ist, in Action reinzugehen. Ja, wir haben die Karte Unawakened. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie komplett schläft, das heißt aber auch nicht, dass man jetzt irgendwie komplett wach ist, sondern wir sind alle im Awakening-Prozess unterwegs. Und manchmal gibt es Themen, die wir noch gar nicht irgendwie fassen können. Kleinen Moment, ich muss mal eben in meinen Flugmodus hier einstellen. So, sorry. Ja, wie gesagt, unawakened. Es gibt Aspekte von uns selber, weil wir meistens nicht objektiv sind, was unsere Situation betrifft, die ja, im Schatten in irgendeiner Form lauern. Ja? Und hier haben wir, wie gesagt, Divine Masculine, der sagt, hier gibt es noch irgendetwas bei mir, was ins Awakening reinkommen soll. Ich stehe jetzt hier, mache mir Gedanken darüber. Ne? Manchmal kann man die Dinge zwar irgendwo greifen, weiß aber noch nicht ganz genau irgendwie, wie sich das Ganze entwickelt oder was überhaupt dahinter steckt. Ja, und hier gibt es auf jeden Fall bei dem einen oder bei dem anderen einen Aspekt, der mit Schatten zu tun hat und wo man noch nicht genau weiß, was da los ist. Wir haben die Karte Winter. Wir haben jetzt gerade Winter. Ja, also es kann gut sein, dass die einen oder anderen sich im Winter kennengelernt haben, dass gerade in der Winterzeit Union-Energien kommen, dass der Winter eine ganz spezielle Bedeutung hat. Das kann also durchaus sein. Wie gesagt, Action, Winter, ich beobachte noch und hier sind Aspekte, die ich noch nicht irgendwie so wirklich greifen kann, was die Twin Flame-Beziehung angeht. Wir schauen mal, was weiter gesagt werden möchte. Burning Desire. Also hier hat jemand ganz eindeutig nicht nur Sehnsucht, sondern auch Verlangen. Ja, Flames of Passion ignites. Also das könnte gut sein, dass ne, eventuell der Winter zeigt natürlich auch eine Phase an, wo die Natur schläft. Das könnte sein, dass das jetzt halt eine längere Zeit so gewesen ist, dass jetzt Action kommt und dass diese Flamme wieder auflodert. Also schaut euch mal dieses Paar an. Das ist sehr, sehr hingebungsvoll. Das ist sehr sexy, was hier liegt. Ja? Und ne, also so ein brennendes Verlangen nach jemandem zu haben, das ist natürlich eine schöne Sache. Und gerade Twin Flames haben dieses Verlangen nacheinander. Ja, und diese Flamme, die kommt. Oder die lodert wieder auf.
möchtest du noch sagen über Maskulin? Also Leute, bloß weil man irgendwie hier, ne, auf dem Observer unterwegs ist und ja, vielleicht gerade so ein bisschen Winterstimmung herrscht und so weiter, heißt das nicht, dass da keine Liebe ist, okay? Also die gehen auch durch eine schwere Geschichte durch. Und ihr werdet das irgendwann erfahren, wenn es soweit ist, ja. Let go of the past, lasst die Vergangenheit los. Also es ist Zeit, jetzt die Energie umzulenken, ja, auf das, was glücklicher im Leben macht, ja, wo mehr Liebe drin steckt. Und ich weiß, dass die einen oder anderen, ja, durchaus eine schwere Zeit hatten, vielleicht auch gerade haben und im Vergangenen festkleben, ja, und sagen, du hast dies und das und jenes gemacht und ich kann das nicht vergessen, ich kann das nicht verzeihen. Letzten Endes ist das aber auch die Reise der Vergebung. Ja, und vergebt eurem Divine Masculine, vergebt euch selber, vergebt allen, die in irgendeiner Form damit drin sind, eventuell. Vergebt euren Eltern, ne, vergebt Freunden, Menschen, die euch wehgetan haben. Das wird helfen, die Vergangenheit loszulassen, ja, und den Fokus auf das Momentane zu richten. Was ist momentan wichtig? Ja, also ne, wer das nicht macht, der verpasst dieses Auflodern der Flamme eventuell. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das dann allen passiert, aber das kann sein, dass man das, wie gesagt, verpasst, weil man einfach zu sehr in der Vergangenheit festhängt. Versucht das mal loszulassen. Es wird euch helfen. Das ist aber süß. Kommt noch was, Spirit? Okay. So. Also, wir haben einmal The Dark Night of the Soul, ja, die dunkle Nacht der Seele. Also Leute, das ist ein Zustand, der ist nicht schön. Ja, da ist man verloren, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, wenn man selber ist, man hinterfragt alles. Das kann mit depressiven Zuständen einhergehen. Also das ist richtig dunkel. Und es gibt Menschen, also die arbeiten sich da relativ schnell durch, aber andere hängen einfach fest und wissen gar nicht irgendwie, wie sie sich daraus befreien sollen. Wenn man da durchgeht, und das ist passiert oft, öfters bei Twin Flames, es gibt auch Leute, die da alleine durchgehen. Wir als Twin Flames haben immer noch den Vorteil, dass wir jemanden an der Seite haben, ja, der als Spirit uns anleitet und die Fackel im Dunkeln hält. Trotz allem ist das natürlich ein Zustand, der nicht unbedingt schön ist. Das kann gut sein, dass die einen oder anderen in der Dark Night of the Soul unterwegs sind. Ja, das würde auch erklären, dass man hier auf diesem Observer unterwegs ist, also abwartend ist, weil man in Action gehen kann. Unawakened Aspekte, das kann auch mit einhergehen. Also das geht sogar Hand in Hand, ja, weil man dann so in der Dunkelheit sitzt, bis man auf den Trichter kommt, bis man dieses Licht im Dunkeln findet. Ja, und wie gesagt, also im besten Fall hält unser Twin hält die Lampe. Ja, wir werden so in Grund und Boden getriggert, bis wir dann irgendwann auf den Trichter kommen, woher das Ganze kommt. Ja, und das ist etwas, was wie gesagt hier mit einhergeht und Hand in Hand miteinander arbeitet. Ja, aber wie gesagt, vergesst nicht, dass diese Flamme immer wieder auflodern kann und man eben auch das Vergangene loslassen soll. Das können alles Mögliche an Situationen sein, die gar nichts mit der Twin Flame Reise zu tun haben. Also unser Twin triggert nur das, was wir heilen sollen. Wir haben die Karte Zyklus. Ja, vielleicht sind die einen oder anderen immer in einem immerwährenden Zyklus unterwegs. Wir hatten ja auch die Karte Winter. Also es könnte gut sein, dass die schon länger auf dem Weg sind, im Winter immer wieder ein bestimmtes Event haben, wo man sich eventuell aufeinander zuarbeitet, das dann aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, weil man sich wieder im Grund und Boden triggert, nicht miteinander reden kann, etc. Ja. Und hier gilt es zu betrachten, dass die einen oder anderen eventuell in einem Zyklus unterwegs sind, wo man vielleicht ausbrechen soll. Ja, wo man auch Aktionen nehmen soll, um aus diesem Zyklus in irgendeiner Form sich zu befreien. Ja, weil, also ich meine, es gibt schöne Zyklen, von Geburtstag zu Geburtstag, der Lebenszyklus, der Mondzyklus etc., aber irgendetwas ist hier, was mit einem Zyklus zu tun hat, der eventuell nicht so wirklich gut ist oder gut gewesen ist. Ja, vielleicht auch der Zyklus von The Dark Night of the Soul, da endlich mal auszubrechen und sich den Dingen dann zu stellen, so wie sie sein sollen. Wir haben die Karte Union. Sehr schön.
Also wir hatten so eine ähnliche Szenerie im Reading für die Kanalmitglieder vor ein paar Tagen und das soll in die Union reingehen, ja, the Action. Nur man muss sich eben auch bewusst sein, was unawakened ist, also wo da noch Aspekte sind, die es eventuell auszuheilen gilt. Okay, wir schauen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Divine Masculine, was möchtest du sagen? Muss mich mal eben bücken. Oder hier aus meiner Ecke rausarbeiten. Okay, alles klar. So, ich hoffe, ich kann das jetzt lesen. Ja, also das gesamte Universum hilft dabei oder hat dabei geholfen, dass wir es finden können. Aber das ist natürlich eine sehr romantische und schöne Aussage. Ja, es erinnert mich immer so ein bisschen an Dracula. Ja, ich habe Ozeane überquert, um dich zu finden. Und ja, da steckt schon, ne, was Schönes dahinter. Die Intensität meiner Gefühle für dich machen mir Angst. Also wenn man Twin Flame trifft, ja, seinen Counterpart trifft, dann ist das manchmal so wahnsinnig und so intensiv, dass man anfängt wegzurennen. Ja, und dass man auch Angst davor hat, weil man einfach gar nicht weiß, wer ist das, was passiert jetzt gerade hier, wir kennen uns gar nicht, aber trotzdem, wir kennen uns und das ist, ne, wie gesagt, man wird wach geküsst, ja, und das ist nicht immer unbedingt einfach und das kann einen ganz schön erschrecken, auch je nachdem, an was für ein Glaubenssystem man aufgewachsen ist, okay? So, wir haben. Nichts kann die Seele brechen, nichts kann das Band der Seele zwischen uns brechen. Es ist egal, wie weit wir voneinander entfernt sind oder was auch immer passiert, wir haben immer eine Verbindung miteinander. Und das finde ich sehr schön. Ja, das ist eine ganz tolle Aussage, gerade für die, die in der Separation unterwegs sind und wo man Ängste hat, Verlustängste hat, wo man ja ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern richtig verrückt wird und sich, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man unbedingt die Union haben möchte. Ja, aber guckt eben auch, was drumherum geheilt werden soll und was da drumherum geheilt werden kann. Und hier wird euch gesagt, dass dieses Band niemals brechen wird. Ja, ich hab mich so verhalten, weil ich Angst hatte. Nochmal, hier kommt das Thema Angst an die Oberfläche. Ja, und man kann nicht irgendwie ne, Menschen verurteilen, weil die Ängste haben. Da muss man ne, schauen, woher kommt diese Angst? Was macht einem überhaupt Angst? Ja, und ich weiß auch, dass Divine Feminine ganz schön krass sein kann. Also ich bin selber Divine Feminine und ich kriege das auch von anderen mit, wie heftig Divine Feminine sein kann. Dann haben wir noch irgendwie Past Life Energien mit dazu, eventuelle Besetzungen mit dazu, etc. Und das muss halt, wie gesagt, alles erstmal geklärt werden, bis man dann aufeinander zugehen kann, okay? So. Du musst versuchen, deinem höheren Selbst zu vertrauen. Das höhere Selbst weiß ganz genau, in welcher Situation du welche Erfahrungen machen musst, die uns zurück in die Union bringen. Also auch wieder das Wort Union. Ja, ich habe Angst, aber wir werden in die Union reinkommen. Finde ich ganz toll. Wir werden niemals das Echo unserer Herzen vergessen. Ja, den Ozean der Zeit. Also der Ozean der Zeit, der mag an uns vorüberziehen, aber mein Herz wird immer dir gehören und uns immer anleiten. Das ist sehr schön. Ja, das ist eine Herzensverbindung. Ja, auch wenn man Angst hat oder in Situationen reinkommen, die Angst machen können. Also es gibt auch Leute, die haben mit schwarzer Magie zu tun. Ja, wo da irgendwie von außen etwas beeinflusst wurde, ob das jetzt in diesem Leben ist oder in anderen Leben, das spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Ja, aber das sind Dinge, wo man Angst bekommt und wo man dann die Wege finden muss, um das eben, wie gesagt, in die Heilung reinzubringen. Was haben wir hier? Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um die Dinge ausfindig zu machen. Das ist etwas, was hier unawakened ist. Ja, deswegen steht Divine Masculine nämlich auch hier an diesem See oder ich weiß nicht, ob das ein Berg ist und das Wolken sind. Letzten Endes ist es auch egal. Ja, und geht in so eine Art Kontemplation hinein. Denkt nach. Was ist das hier? Was ist das hier alles? Ja, und dazu braucht man manchmal einfach ein bisschen Zeit. Man kann das nicht erzwingen.
Ja, jemand, der unawakened ist und in eine Union reingeht, das wird schwierig. Also das kann ich euch sagen. Ja, da kommen so viele Trigger auf einmal, dass man das meistens nicht hinbekommt, irgendwie miteinander anständig zu kommunizieren. Okay, und deswegen, das muss erstmal hier na, ausgeheilt werden. Grundsätzlich finde ich die Karten sehr schön. Ja, wir haben hier, wie gesagt, auch Union-Energien mit drin. Mag vielleicht nicht heute oder morgen sein, aber wir haben hier jemanden, der versucht, an sich zu arbeiten. Und wie gesagt, vergesst nicht, ein bisschen mehr hier irgendwie auf dieses Verlangen, ja, auf diese Flamme, die brennt, zu achten. Das ist das, was euch aktiviert. Das ist das, was euch führt. Ja, das ist die Reise des Herzens, nicht die Reise des Verstandes, weil man kann das hier alles nicht in Worte fassen. Also wir versuchen es zumindest, ja, aber das ist logisch nicht zu erklären, was da los ist. Ja, deswegen sage ich auch, unterhaltet euch über eure Twin Flame Reise mit Twins. Die wissen und die verstehen, worum es geht. Jemand, der da keine Berührung mit hat, der wird ja, entweder Hooks werfen, gegensprechen, auch wenn die Leute das gut meinen, aber die können halt nicht nachvollziehen, was irgendwie eine Twin Flame überhaupt bedeutet. Okay, meine Lieben, ich denke, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Wie gesagt, folgt mal schön eurer Flamme. Ja, lasst es lodern und ne, folgt dem Feuer und gebt da Energie rein, konzentriert euch auf die Liebe, lasst die Vergangenheit los, ja, und wenn hier jemand einfach noch ein bisschen braucht, um auf den Trichter zu kommen, dann seid die Zeit gegeben. Ich sende euch mucho amor aus Kolumbien und ich wünsche euch alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Bye bye.